Guten Tag, Lokführer. Sie übernehmen die Kontrolle über die hiesige Krypton des ankommenden Zugs. Keine Ahnung, was das ist, aber ich bin interessiert. Das Szenario heißt Boxenstopp. Also würde ich mal sagen, entladen, beladen. Ups, verzeiht. Und Abmarsch. West Somerset. Könnte das hier sein, ne? Dann mal sehen. Da kommt schon mein Zug. Soll ungefähr 15 Minuten dauern, das Szenario laut Vorauseinschätzung. Ich bin schneller als du, ich bin schneller als du. Schnell, schnell, schnell. Aus dem Weg! Echt jetzt? So ein wenig durchmogeln. Verzeiht, Ranzen einziehen bitte. Ich muss Boxenstopp machen. Brems. Sich das machen. Abgekuppelt. Kollege. Dann machen wir mal Boxenstopp. Vorziehen. Jetzt nicht zu schnell sein, weil sonst habe ich das wieder komplett überfahren und habe die Mission versemmelt. Verweigert, keine Strecke verfügbar. Also das heißt, noch perfekter punktieren als sonst eh. Die Weiche stellt's noch nicht. So wirklich ganz vorsichtig. Gut, jetzt zurück an den Boxenstopp. Zurücksetzen, piep, piep. Einmal kurz hören, dass auch jeder gewarnt ist. Finde ich eigentlich nice, dass man mal einfach so Boxenstopp wortwörtlich machen kann. Schade finde ich halt, dass die Tore hier bei den Gebäuden einfach nur Zierde sind. Das finde ich immer extrem schade. Wenn schon das Gebäude sind, dann möchte ich doch, dass auch, wenn ich ein eigenes Szenario erstelle, eine Möglichkeit haben, das spielerisch zu benutzen, um Szenarien zu erstellen.
Das wäre doch gar nicht viel verlangt. Tankdeckel lassen wir weg. Dann Tankstutzen. Und dann? Bittest du? Ja. Dann den. Gluck. Jo, das kann jetzt ein bisschen dauern. Da kann man nicht öffnen. Haben sonst noch was? Das wäre der zweite Stutzen. Sand kann ich nicht befüllen, oder? Nee. Sieht nicht danach aus. Der füllt sich sogar. Der füllt sich sogar. Aber ist jetzt... Da ist... Ah, sind das vielleicht noch die Schwankungen? Aber nettes Detail. Ein warm geiles Szenario, finde ich. Dass man einfach mal so Boxenstopp macht. Zwar verstehe ich, weshalb der Lokführer das nicht selbst macht. Verstehe ich nicht ganz, aber... Dann wieder. Oh, noch lösen. Und dann heißt's wieder los. Und das ging ja mal ziemlich zügig, der Boxenstopp. Wenn's gut kommt, bringe ich's noch unter die Hälfte der... unter die Hälfte nicht mehr. Dafür bin ich schon zu lange in diesem Szenario. Aber ist eigentlich etwas Geiles, Kleines, das man zwischendurch mal macht. Aber dass man so in einem größeren Szenario-Kontext, da bist am Hin- und Herfahren und so eben Museumsbetrieb und dann mal zwischendurch Boxenstopp machen und dann würde vielleicht sagen, ja okay, zuerst fahrst du mal bis dahin, fahrst weiter vor, dann kommt eine andere Lokomotive. Oh, Scheiße! Was bist... Alter. Auch müssen wir den noch umfahren, so. Ich dachte schon, Mist, jetzt bin ich hier über Rot gefahren. Weil ich habe ja Rot oben gesehen. Aber wahrscheinlich fahren wir wieder zurück, das kann gut möglich sein. Ziel nicht erfüllt. Mm.
Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Sehr gut. Aber wieso... Hä? Wieso muss ich jetzt... Nun ja, ich muss es ja nicht ganz verstehen, ne? Und jetzt kupple ich doch wieder genau an der Stelle an, wo ich schon vorher dran war. Ja. Hä? Kann mir das jemand bitte erklären, weshalb ich vorziehen musste, obwohl ich das letzte Mal hier halten musste? Da hätte ich ja gerade so gut hier halten können. Weil wegen der Weiche, ne, das ist dann eine Ausrede. Dum, 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 dü, dü, dü. Schade, dass der Propeller sich nicht dreht. Oder ist er auch in Realität fix? Weiß das jemand? Ist er in Realität fix oder dreht er sich eigentlich theoretisch? So, Boxenstopp. Jetzt schön brav anditschen. Das? Yep. Gut, die Kupplung ist irgendwie ineinander geraten. Tür entriegeln. Dann sollte jetzt das eigentlich wieder passen. Haben die sich... Nee, die schauen immer noch durch. Interessant finde ich das eigentlich jedes Mal, dass die eigentlich auch hier Klauenkupplungen haben. Nun denn, mir soll es eigentlich recht sein. Jupp. Gute Arbeit! Die Crompton ist jetzt aufgetankt und bereit für den letzten Abschnitt ihrer Fahrt nach Minehead. Sichern Sie die Lok vor der Abfahrt. Aus den... Genau so. Fenster zu. Rausspringen. Türe. Ja. Tschüssi! Ja, Boxenstopp. Und ziemlich genau 15 Minuten. Hätte noch ein paar Sekunden gehabt, aber war eine interessante. Zwar fehlt mir irgendwie so... Es war kurz, es war knackig, es war schön, aber es hätte noch ein bisschen mehr sein dürfen. Vielleicht noch Sand nachfüllen, vielleicht ja, irgendwie mit einem Stab kurz die Fenster waschen, die Front ein wenig. Das wäre so... Hätte noch zum Boxenstopp gepasst. Aber war nice, war kurz, war fließend. Und ja, wir sehen uns im nächsten Teil. Euer Marvin, bis zum nächsten Mal. Habt eine tolle Woche, ein tolles Wochenende. Euer Marvin. Tschüssi.